Hallo, guten Tag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt ja mehr und mehr, tauchen wir da in diese Strukturen ein, die wir da in der Endzeit sehen. Und ist ganz interessant, hat eigentlich jemand das Römische Reich vermisst dabei? Nö, oder? Das ist eigentlich das, was ich auch die ganze Zeit schon sage, das Römische Reich spielt in diesen Endzeitstrukturen keine Rolle mehr. Das klingt absolut erstaunlich. Mich hat das selber auch erstaunt, weil natürlich die Evangelien ja alle zur Zeit des Römischen Reichs spielen und Jesus ja auch zur Zeit des Römischen Reichs in Jerusalem war und Gott ins Fleisch kommt in Christus zur Zeit der Römer und von den Römern sogar umgebracht wird. Aber die Linien, die die Bibel uns zeigt, sind tatsächlich ganz andere. Und das kann man jetzt so Stück für Stück auch sehen. Wenn man eng am Text bleibt, kommt man zu einem ganz, ganz anderen Ergebnis. Und das finde ich hochinteressant. Da gibt es natürlich auch Widerspruch zu. Viele sagen, das kann nicht sein. Ich kann das gut verstehen, dass da so viel Abwehrhaltung zunächst mal ist, weil mich das selber auch wirklich auch überrascht hat. Also keine Sorge, keine Angst, auch wenn jemand da sagt, das kann nicht sein, dann ruhig schreiben und dann kann man sich darüber austauschen. Aber ich glaube, dass meine Sicht valide ist, belastbar ist und auch an der Bibel nachvollziehbar ist, auch wenn sie komplett anders aussieht als das, was ich gelernt habe und was man so in der gängigen Literatur findet. Wir gehen auch noch tiefer in dieses Thema rein. Trotzdem wollte ich gerade noch mal so einen kleinen Einschub auch machen. Und zwar gibt es nämlich noch etwas, was in dieser Endzeitstruktur, die wir jetzt sehen, nicht erwähnt wurde und das ist Gog und Magog. Gog und Magog wird ja immer wieder erwartet für die Endzeit als große Endzeitkraft, die in Hamageddon auftritt und dann gegen Israel kämpft. Und manche sagen sogar, dass diese Schlacht von Gog und Magog, die dann gegen Israel geführt wird, dazu gut wäre, den dritten Tempel dann vorzubereiten. Bin ich im Moment ein bisschen auch in Briefwechsel mit Brüdern drüber. Ich glaube das nicht. Und zwar auch aus einem ganz bestimmten Grund, weil nämlich in Hesekiel und in Offenbarung die einzigen beiden Stellen sind, die von Gog und Magog berichten in der Bibel. In Hesekiel 38, 39, da wird gezeigt, woher Gog und Magog kommen. Und in der Offenbarung wird gezeigt, wann die kommen. Schauen wir uns auch gleich nochmal im Detail im Text an, weil das sehr, sehr wichtig ist, auch nachzuvollziehen. Also in Hesekiel wird gezeigt, woher die kommen, aus dem äußersten Norden oder vom Ende der Erde, wie auch immer. Und in der Offenbarung wird gezeigt, dass die nach 1000 Jahren kommen. Da steht von der ersten Auferstehung, selig ist der, der an der ersten Auferstehung teil hat. Die werden 1000 Jahre leben, die werden mit Christus herrschen. Und nach 1000 Jahren wird dann Gog und Magog loswerden und wird gegen Israel ziehen, das sicher wohnen wird. Also daraus, glaube ich, kann man deutlich sehen, dass diese Bibelstellen, die wir dort haben in der Offenbarung, sehr deutlich sagen, dass Gog und Magog nach dem tausendjährigen Reich kommt. Es passt natürlich überhaupt nicht in unser Konzept. Das wirft auch die bisherigen Auslegungen zu Gog und Magog als Russland, ja, was dann gegen Israel kämpft, komplett über den Haufen. Das ist harter Tobak. Das muss man erstmal verarbeiten. Das ist für viele auch sehr, sehr schwierig. Vor allem für die, die sich bisher dazu auch geäußert haben, auch öffentlich geäußert haben oder Bücher geschrieben haben. Aber nochmal, also wenn ich die Bibel mir anschaue und mit Verlaub, das klingt jetzt ein bisschen heftig, aber ich glaube überhaupt nichts mehr, außer es steht in der Bibel, auch an Auslegungen nicht. Es gibt nur diese zwei Bibelstellen. Einmal Hesekiel, da steht, dass der aus dem äußersten Norden kommt und die Stelle in Offenbarung und da steht, der kommt nach 1000 Jahren und zwar nach den 1000 Jahren, in denen die Heiligen, die Gläubigen mit Christus geherrscht haben für 1000 Jahre, im tausendjährigen Reich. Also deutlicher geht es eigentlich kaum mehr. Aber das macht natürlich unglaublich Knack bei uns im Kopf und es sorgt natürlich für totale Verwirrung. Aber man muss eigentlich wieder zurück zur Schrift und das in der Bibel nachprüfen und dann sieht man, dass das stimmt. Total erstaunlich. Oder Rom kommt nicht vor, Gog und Magog kommt nicht vor. Das sind natürlich jetzt Sachen, die ziemliche Hämmer sind und deswegen schauen wir uns das gleich nochmal an der Bibel an. Und trotzdem möchte ich, bevor wir das tun, noch kurz etwas lesen. Und zwar aus dem aktuellen Topic von Oktober 2018. Da hat nämlich der Autor was geschrieben über den dritten Tempel und die rote Kuh. Lese ich mal kurz vor. Dritter Tempel, rote Kuh für den Tempeldienst wurde in Israel geboren. Laut dem vierten Buch Mose wird im Kapitel 19 vom Gott Israels angeordnet, dass sich das Volk Israel auf ganz bestimmte Weise von seinen Sünden reinigen sollte. Eine rote Kuh, die makellos ist und keine Gebrechen an sich hat, sollte geschächtet und ihr Blut an die Stiftshütte im Tempel gesprengt werden.
Danach sollte das gesamte Tier verbrannt und seine Asche zur Entsündigung verwandt werden. Gott verfügte dann, dies soll eine ewige Ordnung sein für die Kinder Israels und für die Fremdlinge, die unter ihnen wohnen. Seitdem die beiden Tempel von Salomo und von Zerubabel nicht mehr existieren, kann dieser ewigen Ordnung Gottes in Israel niemand mehr nachkommen. Es muss ein neuer, ein dritter Tempel errichtet werden, um dieser Anordnung Gottes gerecht zu werden. Dies glauben zumindest viele religiöse Juden. Derzeit sind über 50% aller Israelis für den Aufbau eines dritten Tempels. Dieses Projekt eines Neubaus treibt seit Jahren das Jerusalemer Tempelinstitut und die Gruppe Die Getreuen des Tempelberges voran. Der für das Tempelinstitut zuständige Rabbiner Chaim Richman sagte schon 2006 in einem Interview mit Topic, dass alle wesentlichen Geräte für den Dienst im neuen Tempel bereits hergestellt worden seien. Sie seien nach biblischen Vorgaben mit entsprechenden Materialien exakt nachgebaut worden. Erstaunlich, ja? So exakt werden die nämlich in der Bibel überhaupt nicht beschrieben. Eine wesentliche Sache fehle jedoch, die rote Kuh. Damals wollte Richman nicht über ein Projekt sprechen, das am Laufen sei und mit der roten Kuh zu tun habe. Nun hat das Tempelinstitut bekannt gegeben, dass am 28. August 2018 ein rotes Kalb geboren wurde, das nach Untersuchung einiger rabbinischer Experten alle Voraussetzungen bieten könne, um als Opfertier nach 4. Mose 19 in Frage zu kommen. Man warte jedoch noch 3 Monate ab, um es noch einmal zu begutachten. Laut Tempelinstitut sei das rote Kalb seit 2000 Jahren das erste Tier dieser Art, das auf israelischem Boden geboren worden sei. Man habe das Tier gezüchtet, indem man gefrorene Embryonen von Red Angus-Kühen in israelische Hauskühe implantiert habe. Laut dem messianischen Prophetie-Experten Arnold G. Fruchtenbaum wird ein dritter Tempel mit Sicherheit gebaut werden. Das gehe aus der neutestamentlichen Stelle in 2. Thessalonicher 2 hervor. Das glaube ich nicht. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Das kann man auch sehen. Dieser Tempel werde laut Fruchtenbaum in einem Zeitabschnitt stehen, den die Bibel selbst als den schrecklichsten der Menschheitsgeschichte darstelle. Diese Apokalypse werde sogar das Ende der bekannten Welt zeitlich markieren. Dieser neu gebaute Tempel in Jerusalem finde jedoch nicht die Zustimmung Gottes. Ah, interessant, dass der Fruchtenbaum das schreibt, das glaube ich nämlich auch. Und das ist auch der Grund, warum Paulus der nicht gemeint hat in 2. Thessalonicher 2. Ich nehme das mal vorweg. Fruchtenbaum schreibt ja hier auch, dass dieser Tempel nicht die Zustimmung Gottes finde. Das glaube ich auch. Paulus schreibt aber im 2. Thessalonischer Brief, dass sich der Antichrist nicht nur in den Tempel setzt und dort als Gott ausgibt, sondern Paulus schreibt, dass sich der Antichrist in den Tempel Gottes setzt und sich dort ausgibt, als sei er Gott. Müsst ihr mal nachlesen. Das heißt also, Paulus sagt, dass dieser Antichrist sich in einen Tempel setzt, der im Willen Gottes ist. Denn es ist Gottes Tempel. Und da wird es schwierig. Weil jetzt haben wir nämlich ein Problem, dieser dritte Tempel, den die Juden bauen, der wird ja meiner Meinung nach und auch Fruchtenbaums Meinung nach nicht im Willen Gottes sein. Warum? Weil der hohe Priester, der dort Dienst tut, Blasphemie ist. Unser hoher Priester ist Christus und auch der Juden hoher Priester ist Christus, aber den wollen sie nicht anerkennen. Stattdessen bauen sie einen Tempel aus Holz und Steinen, vermutlich auf irgendeinen Tempelberg, der vielleicht nicht mal der Tempelberg ist. Und sollten eigentlich an Jesus Christus glauben, statt einen Tempel aufzubauen. Ja? Und die Opfer, die dort geopfert werden, die sind Blasphemie, weil das Opfer Jesu Christi auf Golgatha das letzte allgemeingültige und herrlichste Opfer war, was überhaupt gebracht worden ist. Und dieses Opfer sollten die Juden eigentlich anerkennen. Wenn die aber in einem endzeitlichen Tempel hohen Priester installieren und Opfer bringen, blutige Opfer von Tieren, dann widersprechen die Golgatha sowas von kreuz und quer, dass dieser Tempel nicht im Willen Gottes sein kann, so sagt Fruchtenbaum. Und ich glaube, das ist nachvollziehbar. Ich glaube, man kann das verstehen. Wenn man das mal festhält, und das müssen wir unbedingt tun, wir müssen uns hier in den Dingen ganz genau an das halten, was die Bibel sagt und nicht an das, was wir sehen oder was die Juden vielleicht planen oder vorhaben, sondern wir müssen uns an das geschriebene Wort halten. Und wenn man das mal festhält, dass dieser Tempel mit seinem hohen Priester und seinen blutigen Opfern dem Golgatha-Opfer widerspricht, dann versteht man plötzlich oder dann muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass 2. Thessalonicher 2, Paulus sagt, der Antichrist setzt sich aber in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, als sei er Gott. Der setzt sich in den Tempel Gottes. Und erstaunlicherweise die zweite Bibelstelle, die von diesem Tempel, von diesem Endzeit-Tempel spricht, Offenbarung 11, wo Johannes dann auch schreibt, da steht auch, miss den Tempel Gottes. Nicht miss irgendeinen jüdischen Tempel oder miss den Tempel, sondern miss den Tempel Gottes. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein echtes Problem. Weil wenn wir nämlich jetzt auf der einen Seite erwarten, dass ein dritter Tempel von den Juden gebaut wird, von dem wir sagen müssen, der ist nicht im Willen Gottes. Und auf der anderen Seite sagt Paulus, dass in der Endzeit ein Tempel sein wird. Klar, warum? Weil der Antichrist sich da reinsetzt und der Antichrist ist in der Endzeit. Und dieser Tempel muss gleichzeitig ein physischer Tempel sein. Weil
die sich der Antichrist ja da als Mensch wohl hineinsetzen kann. Und auch Johannes in der Offenbarung sagt ja, misst diesen Tempel. Also muss ein physischer, stofflicher Tempel sein, der gleichzeitig im Willen Gottes ist, der in der Endzeit auftaucht. Und dafür haben wir kein Bild. Wir meinen zwar, dass dieser dritte Tempel irgendwo gemeint sein könnte. Und viele legen das auch so aus. Aber, sorry, es ist falsch. Paulus kann diesen dritten Tempel überhaupt nicht gemeint haben. Und vielleicht bauen die Juden den Tempel. Aber in 2. Thessalonicher 2 hat Paulus den nicht beschrieben. Nein, hat er nicht. Paulus sagt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Aber welcher Tempel ist das? Welchen Tempel meint denn der Paulus? Und unser Problem ist jetzt, dass wir für diese Frage überhaupt keine Lösung haben. Wir haben keine Auslegung dazu. Denn den dritten Tempel können wir offensichtlich da nicht einsetzen. Aber einen anderen Tempel kennen wir ja nicht. Und in diese Problematik hinein passt diese Aussage von der Wiedergeburt Jerusalems am Ende der Gemeindezeit. Das ist der Schlüssel. Denn wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann geschieht das durch Geist und Wahrheit, während einer Belagerung. Die Tochter Zion kommt in Wehen durch die Angst vor der Belagerung, haben wir mehrfach drüber gesprochen, und gebiert. Sie kommt zur Wiedergeburt. Die Menschen, die in Jerusalem sind, kommen zur Wiedergeburt. Dann ist die ganze Stadt Jerusalem mit den dann wahrscheinlich mehrheitlich jüdischen oder vielleicht auch orthodoxen Juden ein Tempel im Heiligen Geist. Welcher Tempel denn? Der dritte Tempel. Und zwar, genau gesagt, der Abschluss des dritten Tempels. Warum? Der dritte Tempel, der tatsächliche, geistliche, von Gott gemeinte dritte Tempel, der begann zu Pfingsten. Der begann eigentlich in Christus, denn er sagt ja, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn in 3 Tagen wieder auferbauen. Das heißt also, wir haben in der Kenntnis über die Wiedergeburt Jerusalems, sehen wir den Abschluss des dritten Tempels. Wo denn? In Jerusalem. Warum denn? Weil der Anfang schon in Jerusalem war. Der Anfang des dritten Tempels, der Gemeinde Jesu Christi, des Leibes Christi, war vor 2000 Jahren zu Pfingsten in Jerusalem, ging dann zu den Heiden und findet seinen Abschluss wieder dort, wo er angefangen hat, in Jerusalem. Dieser Tempel, in Anführungsstriche, ist stofflich, denn es ist die komplette Stadt Jerusalem. In diesen Tempel kann man hineingehen und sich hineinsetzen, wie der Antichrist das tun wird. Der wird nämlich in die Stadt hineinbrechen und die dort Wiedergeborenen töten. Und dieser Tempel wird in der Endzeit sein. Denn der Antichrist wird das ja tun. Der ist für die Endzeit vorhergesagt. Und diesen Tempel, meint Paulus, diesen Tempel, denn dieser Tempel ist tatsächlich Gottes Tempel. Warum? Weil es ein Tempel in Geist und Wahrheit ist. Aber wir Heidenchristen haben ein Problem. Wir kennen nämlich nur die Gemeinde als nicht stoffliche Organisation. Ja, das ist unser Problem. Deswegen sagen viele, der Antichrist setzt sich in die Gemeinde rein, also in die Kirchen und in die Kreise. Aber das passt nicht zusammen mit dem, was Paulus und was Johannes sagten. Das muss man sehr, sehr genau lesen. Sonst kommt man dann nämlich komplett durcheinander. Aber dieser letzte Tempel, der in Jerusalem zustande kommt, der wird nicht gebaut. Das steht auch an keiner Stelle, dass der gebaut wird. Man muss das genau lesen. Paulus und Johannes setzen diesen Tempel für die Endzeit voraus. Aber nirgendwo steht, dass der aufgebaut würde. Das wird da hineininterpretiert. Da steht nur, dass der Antichrist sich in diesen Tempel Gottes hineinsetzt. Ja? Und Johannes soll diesen Tempel messen. Aber nirgendwo stünde, dass der hergestellt oder gebaut würde. Schon gar nicht von den Juden. Ja? Also das passt überhaupt nicht zusammen. Wir dürfen in der Sache nicht jüdisch denken, sondern wir müssen christlich denken. Wir müssen das im Geist und in der Wahrheit verstehen. Deswegen hat uns Gott ja auch seinen Geist gegeben. Und der Fehler ist, dass viele Ausleger sich hypnotisieren lassen oder ablenken lassen von dem, was sie sehen an diesem dritten Tempel da, den die Juden planen und aufbauen wollen, und tragen das in die Bibel hinein. Aber sie vergessen das, was Paulus schreibt, mal genau zu lesen. Und da sage ich oft, das ist das Eva-Evangelium. Das ist das Eva-Evangelium. Warum? Weil Eva den Fehler im Paradies schon gemacht hat. Inwiefern? Gott hat zu Adam gesagt, esst nicht von diesem Baum. Eva hat dieses Gebot Gottes über Adam empfangen. Und als sie den Baum sieht, da sagt sie, der Baum ist ja lustig anzusehen. Der macht klug, da ist gut zu essen von. Das heißt, Eva achtet auf ihre Augen, statt auf das Wort Gottes, was sie über Adam empfangen hat. Denselben Fehler machen wir auch. Wir haben ein Wort Gottes empfangen über Christus. Aber jetzt gehen wir hin, schauen uns den dritten Tempel an und sagen, ja, das könnte passen, und tragen das dann wieder in die Bibel hinein. Und das ist ein Handeln und eine Auslegung und ein Glauben wie Eva. Und deswegen ist das ein Eva-Evangelium. Das ist Botschaft für den irdischen Menschen. Das, was er fühlt, was er sieht, was er erkennt, was er meint zu verstehen, das wird ihm irgendwo in der Bibel nahegebracht. Aber es ist nicht das, was Paulus sagt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig auch zu sehen und zu wissen. Noch etwas ist wichtig. Versetzt euch doch mal in die Situation der Urgemeinde.
Und versetzt euch mal in die Situation der Juden zur Zeit von Pfingsten und kurz danach. Ja? Paulus schreibt an die Korinther im Jahr 50-55, dass sie ein Tempel im Heiligen Geist sind. Okay? Haben wir kein Problem mit der Aussage. Ja? Die damals aber schon. Warum? Weil der tatsächliche Tempel in Jerusalem damals noch stand. Denn der wurde erst 15-20 Jahre später von den Römern, 70 nach Christus, zerstört. Und die orthodoxen Juden, die Paulus nicht glaubten, die haben gesagt, was faselt denn der Mann von irgendeinem spirituellen, geistlichen Tempel, der in Korinth stehen soll? Ist er noch bei Trost? Schaut euch doch hier an, hier ist doch der Tempel. Das ist doch das Original, er kann ja nach Jerusalem kommen, sich den Tempel anschauen. Er ist ja noch da. Ja? Wieso faselt der Mann irgendetwas von irgendeinem spirituellen, geistlichen Tempel in Korinth? Der Mann ist total verrückt, das sind Lästerer. Die haben das dem Paulus nicht geglaubt. Weil die auf das geachtet haben, was vor Augen ist. Nun war diese Zeit aber 50-55 nach Christus, da war Pfingsten schon geschehen, da war Jesus schon geopfert, da war Jesus schon auferstanden. War der Tempel in Jerusalem dann noch Gottes Tempel? Nein. Aber der stand doch noch, ja. Ja, also haben doch die Leute, die dort in Jerusalem waren, den sehen können, da reingehen können, den anfassen können. Ja, natürlich. Und trotzdem war er nicht mehr Gottes Tempel. Warum? Weil Christus auferstanden war, weil das ewige Opfer gebracht war, weil der Vorhang im Tempel zerrissen war. Und alles war in Christus erfüllt. Ja, das heißt, ich weiß nicht genau, diese Auslegung, die von diesem dritten Tempel ausgeht, wenn man diese Brüder fragt, hier Fruchtenbaum zum Beispiel, oder auch Dr. Roger Libby, sorry, wenn ich das so offen formuliere, ob die dem Paulus damals auch nicht geglaubt hätten und gesagt hätten, Paulus, schau doch mal, der Tempel steht doch in Jerusalem, wieso sollte der in Korinth sein? Das war ja auch gar nicht, was Paulus gemeint hat. Er sagt, alle wiedergeborenen Menschen sind in Christus ein Tempel. Welcher denn? Der dritte. Also das ist super, super wichtig zu beachten und da eng am Text zu bleiben. Ich verstehe aber, dass das für viele kaum nachvollziehbar ist, aus einem ganz einfachen Grund. Es fehlt ihnen nämlich der Schlüssel, die Kenntnis von der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem. Die Kenntnis davon ist so zentral, so wichtig ist der Schlüssel überhaupt, um auch diese Sache hier mit dem dritten Tempel zu verstehen, auch für die Endzeit zu verstehen, was Paulus meint und was Johannes meint. Wenn man diese Kenntnis nicht hat, dann ist man hilflos. Ich glaube mittlerweile, dass es überhaupt nicht möglich ist, über die Endzeit auch nur irgendwelche Aussagen zu machen, ohne von der Wiedergeburt Jerusalems zu wissen. Wenn man das weiß, dann kann man so viele Stellen verstehen. 2. Thessalonicher 2, 1. Thessalonicher 5, Jesaja 66, Jesaja 7, Offenbarung 11. Wir haben das ja auch vielfach gemacht und das ist auch der Grund, warum ich die Clips mache. Da ist mir auch sehr wichtig, das nochmal zu sagen. Ich versuche dort in der Bibel zu argumentieren und mache mir eigentlich nur die Mühe, weil es ganz anders ist als das, was ich gelernt habe. Aber ich glaube, dass es schlüssig ist. Wenn ich nur das wiederholen würde, was alle anderen auch wiederholen, würde sich der Aufwand ja überhaupt nicht lohnen. Das gibt es ja auch vielfach im Internet, das kann man auch überall nachsehen. Aber das, was ich sage, ist etwas anderes. Und ich glaube, dass damit die Bibeltexte plötzlich sehr exakt und sehr verständlich werden. In Hesekiel, in Offenbarung 20 über Gog und Magog. Dass Rom da drin nicht vorkommt. Dass wir eine griechisch-diadochisch-seleukidisch-syrisch-dekapolische Linie haben. Das ist eine ganz andere Linie als diese römische Linie. Und plötzlich rasten diese ganzen Texte ein. Plötzlich passt das alles zusammen. Daniel rastet ein. Das heißt, dieses Standbild ist wie ein Setzkasten, in den die übrigen Prophetien von Daniel hineinpassen. Das kleine Horn in Daniel 7 und Daniel 8 ist dasselbe. Die Bibel zeigt uns, dass dieses kleine Damaskushorn von zwei verschiedenen Seiten, nämlich einmal ihre Zugehörigkeit zu den Seleukiden und zu den Diadochen und zum anderen ihre Zugehörigkeit zwischen den 10 Hörnern. Aber es ist dasselbe kleine Horn. Und so sehr viele Bibelstellen werden dadurch verständlich, dass es sich tatsächlich lohnt, da mal drauf zu schauen und das mal, wenn auch nur als Arbeitshypothese, mal durchzuspielen gedanklich. Ich erwarte auch nicht, dass jeder jetzt da freudestrahlend losspringt und sagt, super, das ist jetzt die Lösung überhaupt. Was ich erwarte, ist aber, dass das, was ich sage, an der Bibel mal geprüft wird. Da fallen aber ganz, ganz viele bisherige Auslegungen total in sich zusammen und man muss sich auf eine komplett neue Struktur einstellen. Aber vielleicht ist die Zeit dafür da. Vielleicht ist die Zeit, wo in Daniel steht, dass am Ende der Zeit viele über Daniel kommen werden. Also nicht nur ich, sondern viele. Viele werden das sehen und werden das verstehen. Und die Erkenntnis wird sich mehren. Das sagt ja das Wort Gottes. Das würde aber heißen, dass Jesus bald kommt.
Okay, ich lese den Artikel hier noch zu Ende hier. Topic Oktober 2018, Seite 8. Laut der messianischen Prophetie-Experten Arnold G. Fruchtenbaum wird ein dritter Tempel mit Sicherheit gebaut werden. Haben wir schon gesehen, ist nicht der Fall. Ja? Das gehe aus der neutestamentlichen Stelle im 2. Thessalonischer Brief im 2. Kapitel hervor. Ist auch nicht der Fall. Dieser Tempel werde laut Fruchtenbaum in einem Zeitabschnitt stehen, den die Bibel selbst als den schrecklichsten der Menschheitsgeschichte darstelle. Das kann sein, ja. Diese Apokalypse werde sogar das Ende der bekannten Welt zeitlich markieren, wie auch immer man das auslegen will, ja. Dieser neu gebaute Tempel in Jerusalem finde jedoch nicht die Zustimmung Gottes. Das glaube ich auch und habe ich ja eben auch kurz erklärt, warum das so ist. So wie die anderen zwei Tempel davor. Klar, der Tempel Salomos, der Tempel Zerubabels, die waren im Willen Gottes, war aber alttestamentlich. Fruchtenbaum entnimmt diese Erkenntnis aus dem alttestamentlichen Jesaja-Buch und dort aus dem Kapitel 66. Weltliche Medien, die die Geburt des roten Kalbes in Israel auch aufgegriffen haben, deuten dieses Ereignis als möglichen Vorboten des Weltuntergangs. Also da möchte ich mal sagen, zu die Welt geht so schnell nicht unter. Ja? Die Welt steht noch eine ganze Weile. Die steht mal zumindest noch ein tausendjähriges Reich. Und die Welt ist schon sehr alt. Und ich glaube, wir sollen uns durch diese Sachen auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Immer mal schön cool bleiben und ruhig bleiben. Ja? Wenn wir in Christus sind, ist für uns sowieso alles geklärt. Ja? Da brauchen wir keine Angst zu haben. Kann sein, dass wir uns auf noch einige schwierige Situationen einstellen können und vielleicht auch müssen. Aber da hat der Herr auch gesagt, dass er da bei uns ist. Ja? Und so schnell geht die Welt nicht unter. Luther hat gesagt, wenn die Welt morgen untergeht, dann pflanzen wir heute noch ein Apfelbäumchen. Finde ich einen tollen Satz. Diese Lebensnüchternheit, die wünsche ich euch allen. Ein bisschen Mut, ein bisschen Gelassenheit. Nicht so schnell panisch werden. Wir werden in einem der nächsten Clips auch nochmal wegen diesen Blutmonden uns das nochmal anschauen. Das sind nicht die Blutmonde, die wir jetzt sehen. Das sind keine Weltuntergangsbilder. Das ist anders gemeint. Petrus zitiert hier Joel und den schauen wir uns auch nochmal an. Ich wollte das nur mal ein bisschen einstreuen, gerade mit Gog und Magog und mit dem dritten Tempel, weil mir das wichtig ist, weil wir jetzt immer näher an diese endzeitlichen Strukturen kommen und glaube, dass das auch wichtig ist, sich das anzuschauen. Bevor wir jetzt zu den sieben Posaunengerichten kommen, müssen wir, um diese fünfte Posaune zu verstehen, Joel vorher nochmal anschauen. Im letzten Clip habe ich gesagt, wir gucken uns jetzt die sieben Posaunengerichte an. Die müssen wir noch eine Folge nach hinten stellen. Die nächste beschäftigt sich jetzt erstmal mit Joel. Aber mit diesem dritten Tempel, das war mir noch wichtig, das noch mal ein bisschen hinterher zu schieben, weil das ist ein total zentrales Thema. Achten wir nicht auf das, was vor Augen ist, sagt Jesus, sondern urteilt ein tieferes Gericht, schaut, was dahinter ist. Ja? Paulus sagt, wir schauen nicht auf das Sichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare, das ist ewig. Also ein bisschen ruhig bleiben, ein bisschen offen bleiben für die Dinge, robuste Leute bleiben. Im Glauben haben wir alles, was wir brauchen zum Leben und zum Sterben und zum Auferstehen. Ja? Also wir können als Christen mutige Leute sein und wir brauchen nicht panisch jetzt in den Nahen Osten zu gucken und denken, die Welt geht unter, weil eine rote Kuh geboren worden ist. Ja? Mit der roten Kuh, da müsste man sowieso mal in Ruhe noch sprechen drüber. Denn jeder, der mit der roten Kuh jemanden entsündigt hat, der wurde nämlich selber sündig. Da haben die Juden nämlich ein Problem mit. Googelt das mal. Ja? Das Problem war, wenn jemand die Asche der roten Kuh angewendet hat, um jemand anderen zu entsündigen, wurde er selber damit unrein. Und ich glaube, dass diese rote Kuh in Christus längst schon Wahrheit geworden ist. Denn Christus war dieses rötliche Kalb, wenn man so sagen will. Und indem er uns entsündigt hat, weil er sich selber hat verbrennen lassen auf Golgatha, damit wurde er zur Sünde gemacht. Das ist die Erfüllung der roten Kuh. Und dass die Juden jetzt durch einen Angusrind, was ich normalerweise gerne verspeise, möchte jetzt aber nicht zynisch sein, ja, aber die sind lecker, jetzt anfangen, das in eine jüdische Hauskuh einzubauen, um irgendeine rote Kuh zu kriegen und die Juden jetzt da herrschend für herrschend an der Kuh, an alle möglichen Körperteilen da anschauen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wie ich das finde. Weil lachhaft kann ich ja nicht sagen. Albern, dafür sind die Dinge zu heilig und zu ernst. Dumm, da würde man ja Menschen beleidigen. Aber ich finde irgendwie keine Vokabel, mit der ich das ausreichend beschreiben könnte. In Christus lesen wir die Bibel im Geist und in Wahrheit und wir dringen tiefer durch. Dieses rötliche Kalb kam schon, wurde auf Golgatha verbrannt und hat uns entsündigt. Das ist alles schon da. Die Juden sind zu spät. Ja? Die Juden sind zu spät. Ihr Tempelbau wird ihnen nichts nützen, denn er ist nicht im Willen Gottes. Aber Gott wird am Ende der Zeit noch einen Tempel zulassen durch seinen Geist in Jerusalem. Und das ist das, worauf wir warten. Kommt der Herr weg, kommt der Herr wieder.
So, jetzt habe ich lange geredet. Wir machen hier Schluss. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich denke, ich kann das noch ein bisschen hinterlegen. Ich lese auch gleich noch diese zwei Bibelstellen aus Hesekiel und aus der Offenbarung, weil die mir wichtig sind. Bis dahin und bis zum nächsten Clip wünsche ich alles Gute, einen erfolgreichen Tag, Gottes Segen und bis bald. Ciao. Ja, dann schauen wir uns mal Hesekiel 38 an. Da steht, und das Herrnwort geschah zu mir und sprach, du Menschenkind, wende dich gegen Gog, der im Lande Magog ist, und der oberste Fürst in Mesech und Tubal, und weissage von ihm. Und sprich, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an dich, Gog, der du der oberste Fürst bist in Mesech und Tubal, siehe, ich will dich herumlenken und will dir einen Zaum ins Maul legen und will dich herausführen mit allem deinem Heer, Ross und Mann, die alle wohlgekleidet sind, und ist ihrer ein großer Haufe, der alle Tartsche und Schild und Schwert führen. Du führst mit dir Perser, Mohren und Libyer, die alle Schild und Helm führen, dazu Gomer und all sein Heer samt dem Hause Togarma, so gegen Mitternacht liegt, mit allem seinem Heer, ja, du führst ein großes Volk mit dir. Also da wird beschrieben, wo Gog und Magog herkommt. Und dann steht in Vers 14, darum so weissage du Menschenkind und sprich zu Gog, so spricht der Herr, Herr, ist es nicht also, dass du wirst merken, wenn mein Volk Israel sicher wohnen wird? So wirst du kommen aus deinem Ort von den Enden gegen Mitternacht, du und großes Volk mit dir, alle zu Rosse, ein großer Haufe und ein mächtiges Heer, und wirst heraufziehen über mein Volk Israel wie eine Wolke, das Land zu bedecken. Solches wird zur letzten Zeit geschehen. Ich will dich aber darum in mein Land kommen lassen, auf dass die Heiden mich erkennen, wie ich an dir, o Gog, geheiligt werde vor ihren Augen. Also hier steht schon mal in Vers 16, und wirst heraufziehen über mein Volk Israel wie eine Wolke. Das haben wir immer wieder auch in dem Text, dass Gog und Magog gegen Israel kommen. Das steht auch hier in Kapitel 39, Vers 1 und 2. Und du Menschenkind, weissage wieder Gog und sprich, also spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an dich, Gog, der du der oberste Fürst bist in Mesech und Tubal. Siehe, ich will dich herumlenken und locken und aus den Enden von Mitternacht bringen und auf die Berge Israels kommen lassen. Und will dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner rechten Hand werfen. Auf den Bergen Israels sollst du niedergelegt werden, du mit allem deinem Heer und mit dem Volk, das bei dir ist. Also hier wird auch wieder davon gesprochen, dass Gog und Magog gegen Israel kämpfen. Und weiter unten in Vers 12 steht auch nochmal, es wird sie aber das Haus Israel begraben, 7 Monaten lang, damit das Land gereinigt werde. Also man sieht hier, dass gar keine Trennung ist zwischen Juda und Jerusalem einerseits und Israel auf der anderen Seite. Das lässt durchaus darauf schließen, dass Israel dann wieder ein Volk ist, so wie es auch in Sacharja beschrieben wurde, nämlich im tausendjährigen Reich. Wenn dann Juda und Jerusalem und Israel zusammen ein Volk sind, unter einem Herrn sind, nämlich unter dem König Jesus Christus, dann vereint sind zu einem Volk. Im Übrigen ist es sehr schwierig, genau einzuordnen, welche politischen Strukturen hier gezeigt werden, was genau Gog und Magog bedeuten, wo Mesech liegt, wo Tubal liegt. Das sind alles Aussagen, die die Bibel uns hier gibt. Auch Gomer und Togarma und so weiter sind Länder, die man nicht eindeutig zuordnen kann. Man vermutet zwar aus dem äußersten Norden und legt das dann sehr schnell auch auf Russland aus, aber das kommt meiner Meinung nach daher, weil man hier von politischen Strukturen liest, die erst nach dem tausendjährigen Reich kommen und die wir aufgrund unserer jetzigen politischen Kenntnisse überhaupt nicht zuordnen können. Das sind Völkerschaften und Orte, die wahrscheinlich erst überhaupt noch gebildet werden und die deswegen sehr, sehr schwer einzuordnen sind. Also hier in Hesekiel 38 und 39 sieht man, woher die kommen, auch wenn das nicht eindeutig zu definieren ist, aber sie ist aus dem äußersten Norden. So steht Vers 6, dazu Gomer und all sein Heer samt dem Hause Togarma, so gegen Mitternacht liegt, also es ist im Norden. Und in Vers 15 steht nochmal, so wirst du kommen aus deinem Ort von den Enden gegen Mitternacht, also vom äußersten Norden, so steht auch hier die Anmerkung der Scofield-Bibel, äußerste Gebiete des Nordens. Und wir haben ja gesehen, dass in der Offenbarung zum Beispiel auch die Könige am Euphrat erwähnt werden. Und wir haben auch in einem der letzten Clips gesehen, wie deren Aufgabe in der letzten Zeit ist und dass die Könige vom Euphrat, also die Könige von Osten, sich in der Schlacht von Harmageddon mit dem Antichristen messen. Da ist aber nirgendwo irgendetwas von Gog und Magog berichtet, sondern wir sehen deutlich, dass das in Richtung Osten geht, und zwar an den Euphrat. So steht auch dann in Daniel 11 wiederum davon, dass den Antichristen Gerüchte erschrecken von Norden, nämlich von Syrien, von Damaskus, und von Osten, nämlich vom Euphrat. Aber vom Norden, vom äußersten Norden, ist dann nirgendwo die Rede. Das trifft aber auf den hier beschriebenen Gog und Magog zu, denn der kommt vom äußersten Norden
Also das ist die grobe geografische Einordnung dessen, was in der letzten Zeit da auf uns zukommt. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist das genau? Ist das vor dem tausendjährigen Reich, am Ende der Gemeindezeit? Da haben wir gerade gesehen, das ist nirgends erwähnt jetzt in den Stellen, einschlägigen Bibelstellen in der Offenbarung für die letzte Zeit. Auch in Jesaja ist nicht davon die Rede, da ist die Rede von Assyrien, nämlich vom Zweistromland, vom Euphrat, halt von Osten. Aber vom Norden wird überhaupt niemand für das Ende der Gemeindezeit angekündigt und auch kein Gog und Magog. Noch deutlicher wird's, wenn wir jetzt in die Offenbarung gehen. Und da steht geschrieben in Vers 4, und ich sah Stühle und sie setzten sich darauf und ihnen ward gegeben das Gericht und die Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht angenommen hatten sein Mahlzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese lebten und regierten mit Christo 1000 Jahre. Das ist das tausendjährige Reich, wo die Gemeinde Jesu Christi, das sind nämlich die, die das Zeugnis Jesu Christi haben, 1000 Jahre lang mit Christus regieren. Die anderen Toten aber, das heißt die, die nicht an Jesus Christus geglaubt haben, wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Also die, deren Auferstehung ist nach dem tausendjährigen Reich zum großen Gericht vor Christus. Aber die, die an Christus glauben, die regieren mit Christus 1000 Jahre lang und die erstehen auf vor dem tausendjährigen Reich. Und da sagt die Bibel, dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Das ist die Leibesgemeinde Jesu Christi, die dann ein königliches Priestertum ist, so wie Petrus sagt. Und dann kommt der Vers 7. Und wenn 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satanas loswerden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen zu verführen, die Heiden an den vier Enden der Erde, den Gog und Magog, sie zu versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer. Also hier steht deutlich, dass Gog und Magog kommt, wenn 1000 Jahre vollendet sind. Welche 1000 Jahre denn? Die 1000 Jahre, die in Vers 4 und in Vers 6 beschrieben sind. Ja, das sind die 1000 Jahre, in der die Gemeinde Jesu Christi mit Christus 1000 Jahre lang herrscht. Also das, denke ich, ist eindeutig hier zu sehen und zu verstehen, dass die jetzt aus den vier Enden der Erde kommen. Das beschreibt ja auch Hesekiel, wenn der praktisch sagt, das geht vom äußersten Norden bis rüber nach Libyen. Und er beschreibt da alle Nationen, die die damals bekannte Welt umfassten. Und muss jetzt kein Widerspruch sein bezüglich Gog und Magog, wenn da steht, dass der aus dem äußersten Norden kommt in Hesekiel, wenn jetzt hier in Offenbarung 20, Vers 8 steht, dass der Teufel die Heiden an den vier Enden der Erde verführt und Gog und Magog zum Streit gegen das Heerlager der Heiligen und gegen die geliebte Stadt sammelt. Also das ist meiner Meinung nach der Befund. Es gibt nur diese beiden Stellen zu Gog und Magog. In Hesekiel wird gezeigt, grob gezeigt, woher er kommt, aus dem äußersten Norden, also nicht von Osten vom Euphrat, sondern vom äußersten Norden. Und die Offenbarung sagt, wann er kommt, nämlich wenn 1000 Jahre vollendet sind. Es ist, wie gesagt, auch so, dass man bei dem, was wir jetzt gesehen haben, an endzeitlichen Abläufen, nirgends auch nur eine Andeutung wäre, ansonsten irgendwo in der Offenbarung oder so, dass Gog und Magog kämen, wie gesagt, weil es nur diese beiden Bibelstellen sind. Ich glaube, da kann man deutlich sehen dran, dass Gog und Magog erst nach dem tausendjährigen Reich seine Rolle hat. Manche sagen, es gäbe zweimal Gog und Magog, und zwar einmal nach 1000 Jahren, weil sie an dieser Bibelstelle hier nicht vorbeikommen, und einmal zum Ende der Gemeindezeit, aber da gibt es überhaupt gar keinen Anhaltspunkt für. Das ist eine reine Vermutung und meiner Meinung nach auch zur Aufrechterhaltung der bisherigen Aussagen und der bisherigen Lehre, von der man sich natürlich nur sehr ungern verabschiedet. Abschließend vielleicht noch ein Gedanke, der mir sehr wichtig geworden ist. Wenn es so ist, dass diese Aussagen hier über Gog und Magog tatsächlich die Zeit nach dem tausendjährigen Reich betreffen, dann kann es gut sein, dass die Menschen, die während des tausendjährigen Reichs unter der Herrschaft Jesu Christi leben, auch diese Bibel noch lesen, die wir hier auch haben. Denn die Vorhersagen gehen ja bis ans Ende des tausendjährigen Reichs. Und es mag sein, dass in der Schrift Stellen enthalten sind, die wir jetzt vielleicht noch nicht verstehen, die aber fürs tausendjährige Reich gelten und insbesondere auch für die Endzeit des tausendjährigen Reichs, so wie wir jetzt auch nach Lösungen suchen für die Endzeit am Ende der Gemeindezeit. Das würde aber wiederum bedeuten, dass diese Gläubigen dann während des tausendjährigen Reichs auch von uns lesen, dass wir Christus mit aufgedecktem Angesicht gesehen haben. Dann werden die sich sagen, was müssen das für Leute gewesen sein? Das müssen Titanen gewesen sein.
Die haben Christus mit aufgedecktem Angesicht gesehen, bei Leibesleben. Das waren lauter kleine Christusse, die damals gelebt haben. Finde ich einen interessanten Gedanken und einen Gedanken, der uns vielleicht auch nachdenklich macht, wie unser Lebenswandel so ist, wie wir uns verhalten im Alltag und was eigentlich unsere Berufung ist. Aber das ist sicher nochmal ein anderes Thema. Es ging hier nur darum zu zeigen, was mit Gog und Magog ist, woher der kommt, wann der kommt und welche Verbindung der mit dem dritten Tempel hat. Vielen Dank fürs Einschalten, alles Gute, wie schon gesagt, einen erfolgreichen Tag und bis bald.